Viele Argumente wurden da also eingebracht und diese wollen wir jetzt auf medizinischer und aus juristischer Sicht beleuchten. Dazu begrüße ich Markus Zeitlinger, Vorstand für Pharmakologie an der MedUni Wien, und in Graz Karl Stöger, Medizinjurist an der MedUni Wien. Ihnen beiden einen schönen guten Abend. Herr Professor Zeitlinger, die Impfpflicht für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, das haben wir am Ende des Beitrags gerade gehört, da gab es etliche Stellungnahmen, dass man darüber noch einmal sprechen sollte. Ist die Impfpflicht für die Jugendlichen aus medizinischer Sicht gerechtfertigt? Grundsätzlich ist es so, dass es keine Altersgruppe gibt, wo Kosten-Nutzen nicht positiv ist. Das heißt, auch die Jugendlichen profitieren davon, dass sie geimpft werden. Es ist allerdings richtig, dass die Jugendlichen natürlich zu einem viel geringeren Grad jetzt zu einer Spitalsbelastung beitragen, als das andere Strukturen, andere Altersstrukturen tun. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was möchte man erreichen? Fakt ist natürlich, dass gerade bei den Todesfällen, die meisten Todesfälle bei alten Menschen, also bei Personen über 65 auftreten, das sind 90% der Todesfälle. Auf der anderen Seite haben wir 2/3 der Hospitalisierungen bei Personen, die unter 65 sind. Das heißt, möchte ich jetzt Menschen zwingen, sich selbst zu schützen, dann kann ich mir natürlich überlegen, nur die Alten zu impfen. Möchte ich aber Menschen zwingen, einen Beitrag zu leisten zum System sozusagen und die ganze Pandemie per se in den Griff zu bekommen, dann kann ich mir natürlich überlegen, diese Impfpflicht weiter nach unten auszurollen. Herr Professor Stöger, in Graz, von all dem, was Sie jetzt von Professor Zeitlinger gehört haben, aus juristischer Sicht, ist aus Ihrer Sicht die Impfpflicht für 14- bis 18-Jährige vertretbar? Sie ist vertretbar. Es ist natürlich schwieriger zu argumentieren als bei älteren Menschen. Man muss aber eben bedenken, es geht um den Funktionsschutz. Es geht weniger um die Verhinderung der einzelnen Ansteckung, sondern es geht um die Überlastung des Gesundheitssystems. Und da ist eben, wie Professor Zeitlinger ausgeführt hat, die Frage zu stellen, welchen Beitrag Kinder und Jugendliche in der Weiterverbreitung leisten können. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sie letztlich sehr viele soziale Kontakte haben. Und wenn man die Jugendlichen und die Kinder nicht wirklich aus der Rechnung hinausnehmen kann, ohne dass es erst recht wieder zu sehr vielen gefährlichen Ansteckungen bei älteren Menschen kommt, dann gibt es auch starke rechtliche Argumente für eine Impfpflicht für Jugendliche, wobei die Grenze von 14 Jahren natürlich mit Bedacht gewählt worden ist, weil ich erst ab diesem Alter selbst gewissermaßen entscheidungsfähig bin in medizinischer Hinsicht. Oberstes Ziel des Impfpflichtgesetzes ist es, das Gesundheitssystem zu schützen. Die WHO betont heute einmal mehr, dass vor einer Impfpflicht alle anderen Mittel ausgeschöpft sein müssen. Herr Professor Stöger, ist das aus Ihrer Sicht passiert? Naja, die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung in dieser Pandemie war leider am Anfang, und ist es zum Teil auch dann sehr lange, immer noch schlecht gewesen. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube, man muss ganz offen sagen, in den letzten Wochen und Monaten gab es sehr, sehr viele Informationen über die Impfungen, die man auch abholen konnte. Das heißt, wenn man etwas über die Impfung wissen wollte, dann konnte man das erfahren. Das heißt, der Nutzen der Impfung ist allgemein klar gemacht worden. Und man darf nicht vergessen, die Alternative zur Impfung, insbesondere im nächsten Winter, sind weitere massive Kontaktbeschränkungen oder ein Lockdown. Es sei denn, das Virus verändert sich so weit, dass sich die Spielregeln ändern. Nur wenn Sie jetzt selber sagen, die Informationskampagne hatte Lücken, kann man dann wirklich davon ausgehen, dass alles versucht wurde, um die Impfquote zu erhöhen? Oder könnte es dann in weiterer Folge dazu kommen, dass der Verfassungsgerichtshof die Impfpflicht wieder aufhebt, weil er eben erkennt, dass nicht alles getan wurde? Naja, ich glaube, man wird schon darlegen können, dass doch sehr massiv versucht wurde, über die Impfung und ihren Nutzen zu informieren. Wenn ich jetzt allein daran denke, was hinsichtlich der Boosterimpfung allgemein bekannt gemacht wurde, da waren schon große Anstrengungen da. Und man darf auch nicht vergessen, wir hatten zum Beispiel schon seit längerer Zeit eine 2G-Regel. Wir haben relativ gute Zahlen über die Inzidenzen und die Spitalsaufnahmen von Geimpften und Ungeimpften. Das waren alles zugängliche Daten und man hat auch wirklich versucht, das zu vermitteln. Also ich glaube, da war schon großes Bemühen da, dass man den Menschen klar macht, warum die Impfung wichtig ist. Und trotzdem sind leider viele nicht gekommen. Herr Professor Zeitlinger, die Informationskampagne, war das ausreichend aus Ihrer Sicht? Oder hätte es vielleicht auch noch andere medizinische Maßnahmen gegeben, bevor man eine Impfpflicht einführt? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein kann man Fehler immer besser erkennen und man hatte sicherlich auch immer wieder Dinge versprechen wollen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar waren. Und damit sind Personen natürlich immer wieder enttäuscht worden. Dann gab es auch eine massiv aufgebauschte Debatte bezüglich Nebenwirkungen, die sehr viele Menschen verunsichert hat. Also ich glaube, da ist schon einiges falsch gelaufen.
Ich glaube allerdings, man muss trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt X, bei dem wir jetzt einfach stehen, sich die Frage stellen, wo gehen wir jetzt hin und weniger, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Wir alle haben nicht gewusst, dass die Pandemie so lange dauern wird, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und aus dieser Sicht sehe ich jetzt nicht so schwerwiegende Fehler, dass ich sagen würde, hier war man fahrlässig und aus diesem Grund könnte man jetzt eine Impfpflicht nicht vertreten. Herr Professor Zeitlinger, was wir im Beitrag auch gehört haben von Herrn Stephan von der FPÖ, war der Vorwurf, dass ja auch der Impfschutz weniger geworden ist durch Omikron und dass zu befürchten ist, dass eine weitere Variante den Impfschutz noch weiter hinuntersetzen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch und sehen Sie dadurch eine Gefahr für die Impfpflicht? Beides ist grundsätzlich richtig. Trotzdem, glaube ich, muss man die Impfpflicht komplett von der Omikron-Debatte loslösen. Es ist ganz klar, die Impfpflicht kommt zu spät für die Omikron-Welle. Über das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Trotzdem, selbst wenn wir jetzt immer weiter die Omikron-Variante hätten, was unwahrscheinlich ist, selbst hier hätten wir eine 70-, 80-, 90-prozentige Reduktion der Hospitalisierungsraten. Das sehen wir jetzt in ganz vielen Ländern. Das heißt, die Impfung wirkt und schützt auch vor Omikron. Mit der Einschränkung, dass wir uns alle erhofft haben, dass uns die Impfung länger schützt, vor allem nach der dritten Teilimpfung oder nach der Boosterimpfung länger schützt. Und da müssen wir jetzt leider sehen, dass wir die Impfung einfach maximal ausreizen müssen, weil sie einfach nicht optimal designt ist. Das ist ganz richtig. Sie war nicht für Omikron gedacht, sie war für andere Stämme gedacht. Momentan ist es aber das Einzige, was wir haben. Und das wirkt per se. Aber es ist klar, dass diese Impfpflicht sich jetzt nicht auf einen bestimmten Impfstoff sozusagen berufen kann und diesen Impfstoff muss ich jetzt in den nächsten 3 Jahren verwenden. Logischerweise muss dieser Impfstoff auch adaptiert werden und wird auch adaptiert werden. Und per se geht es für mich um die Impfung und nicht um eine bestimmte Impfung gegen Omikron. Wenn es nicht um den Impfstoff per se geht, aber dann sollte, und das wird ja auch beabsichtigt, dass man im Impfpflichtgesetz zumindest festschreibt, um wie viele Impfungen es denn dann gehen könnte. Israel hat ja jetzt schon begonnen, Personen ab 60 mit der 4. Impfung zu impfen. Wovon gehen Sie aus? Wie viele Impfungen wären dann notwendig sein? 2 pro Jahr, 1 pro Jahr? Kann man das jetzt sagen? Momentan sind einmal 3 im Gesetz vorgesehen. Das heißt, es ist die Grundimmunisierung sozusagen abgeschlossen mit den 2 Erstimpfungen und mit dieser 3. Impfung nach 1/2 Jahr. Und danach wird man sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir dann uns die 4. Impfung oder zumindest der Großteil der Bevölkerung uns die 4. Impfung mit einer adaptierten Impfung abholen können, mit einem adaptierten Impfstoff. Realistischerweise glaube ich, dass sehr viele von uns noch einmal einen Booster bekommen werden mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, weil wir einfach, das sind wieder Daten aus England, sehen, dass bereits nach 3 Monaten nach dieser Boosterimpfung die Schutzrate nachlässt. Und wir haben momentan in Österreich ein bisschen Glück, dass wir relativ viele Menschen haben, die vor kurzem geboostert wurden und die jetzt eben in dieser Maximalphase der Schutzwirkung sozusagen sind. Aber das wird leider wieder nachlassen. Allerdings wird dann die Omikron-Welle hoffentlich auch schon wieder abgeflacht sein. Herr Professor Stöger, gibt es aus Ihrer Sicht eine Grenze der Zumutbarkeit bei der Anzahl der Impfungen? Wenn wir jetzt gerade hören, eventuell eine 4. Impfung, gibt es da für Sie eine Grenze? Die Abwägungsgrenze der Zumutbarkeit ist, ob ich andere Möglichkeiten habe, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man eine Zeit lang zumindest auch sehr oft impfen müssen. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass auch eine Grippeimpfung immer nur für eine Saison wirkt. Und letztlich geht es darum, habe ich etwas Besseres als die Impfung, um diese Zustände zu verhindern, die auch massive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Und insoweit kann auch eine häufige Impfung verhältnismäßig sein, wenn ich kein anderes Mittel habe. Nur Herr Professor Stöger, bei der Grippeimpfung bin ich ja nicht verpflichtet, mich impfen zu lassen. Bei der Corona-Impfung soll diese Pflicht ja dann schon gelten. Gibt es ja nicht irgendeine Grenze, wo man sagt, man muss auch einmal eine Grenze der Zumutbarkeit ziehen? Kann das ins Unendliche dann gehen? Naja, wie gesagt, es entwickelt sich der Stand der Wissenschaft weiter. Es werden dann auch vielleicht mit Medikamenten neue Ziele erreicht werden. Aber wenn ich die Impfung als bestes Mittel habe und die Alternative ist Lockdown und massive Kontaktbeschränkungen mit allen sozialen und wirtschaftlichen Schäden, dann ist auch die häufige Verabreichung einer Impfung im verfassungsmäßigen Sinne zumutbar. Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie beide mit der Bitte um eine recht kompakte Antwort. Herr Professor Stöger, kommende Woche soll es dann einen finalisierten Gesetzentwurf zur Impfpflicht geben. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Punkte, die bis jetzt noch nicht klar waren und die bis Montag noch zu klären sind?
Also aus meiner Sicht der größte Knackpunkt sind die Strafbestimmungen in der konkreten Ausgestaltung, wie oft man warum straft. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich noch nachbessern wird müssen. Herr Professor Zeitlinger, aus Ihrer Sicht gibt es dann noch Punkte, die bis Montag zu klären sind? Ja, man wird sich eben genau um das kümmern müssen, wann führe ich diese Strafen überhaupt ein, welche Fristen räume ich hier ein. Weil ganz klar ist natürlich, für Omikron kommt es zu spät, wir wissen nicht genau, wann die nächste Welle kommt. Ich glaube, der Herbst ist der spätestmögliche Zeitpunkt und hier wird man sich, glaube ich, überlegen müssen, wie viel Zeit gibt man den Menschen hier, dieser Impfpflicht nachzukommen. Herr Professor Zeitlinger, Herr Professor Stöger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.